Tradition und Brauchtum musste sich zu den Feiertagen den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie anpassen. Auch die Heiligen Drei Könige. Zu dem vielen, was heuer etwas anders ist, gehört auch die Sternsinger-Aktion 2021. Zwei Gruppen von Sternsingern werden heute unterwegs sein und an markanten Punkten unseres Ortes, beim Bergmannkreuz auf der Dobermannsdorfer Straße, hier bei der Johanneskapelle, beim Gasthaus und beim Heiland in der Rast, ihren Segensspruch sagen und die Menschen um Spenden bitten. Wir sind dankbar, dass ihr euch für diese Aktion zur Verfügung gestellt habt und dass auch zwei Begleiterinnen sich gefunden haben, die gemeinsam mit euch gehen. Gerade in einem Jahr wie heuer ist das nicht selbstverständlich. Ihr habt einen Spruch eingeübt und den wollt ihr jetzt einmal gemeinsam sagen. Ganz Maria, da Bethlehem, da blieb der Stern der Weisen stehen. Im Stalle dort bei Schaf und Rind, da fanden sie das Jesuskind. Wir wandern nun von Haus zu Haus und rufen seine Botschaft aus. Wer Liebe lebt und Liebe gibt, der zeigt, dass Gott ihn wirklich liebt. So bitten wir vor euren Häusern, teilt auch uns die Gaben aus. Helft armen Kindern in der Welt mit viel Liebe und mit Geld. Für alles habt Dank, ganz besonders in diesem Jahr. Der Segen Gottes ist euch nah. Das wünscht euch die drei Königsschar. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Palterdorf sind eingeladen, sich am Dreikönigstag selbst, am Mittwoch, im Rahmen der Aktion Offene Kirche, die Krippe in der Kirche anzuschauen. Dort gibt es auch ein Formular mit Gebetstexten. Die Kreide, der Weihrauch und die Segensworte, die hier aufliegen, kann man auch in der Kirche mitnehmen. Und wir bitten um ihre Spende zur Unterstützung dieser Aktion, mit der Kindern in Afrika, Asien und Lateinamerika geholfen werden soll. Der Schwerpunkt heuer liegt dabei auf Kindern und Jugendlichen in Südostindien. Wir wollen den Segen Gottes erbitten über Weihrauch und Kreide, über euch die Kinder, eure Begleiter, über unsere Häuser und Wohnungen der Menschen hier bei uns in Palterndorf. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Herr unser Gott, segne die Kreide, mit der wir das Zeichen des Kreuzes über den Eingang unserer Häuser setzen. Segne diesen Weihrauch, den wir im Gedenken an die Gaben der Weisen aus dem Morgenland entzünden werden. Segne unsere guten Wünsche, die wir in die Häuser der Menschen tragen. Mache uns selbst zum Zeichen deines Segens und mache unsere Häuser zu Orten der Liebe und des Friedens. Lass uns dabei jene nicht vergessen, die auf unsere Gaben angewiesen sind. Und erinnere uns daran, dass unser Leben dem gehört, der im Stall von Bethlehem unser Bruder geworden ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Wir alle zusammen, wir setzen ein Zeichen. Der Vater im Himmel wird nicht von euch weichen. Sein Segen sei euch auch in euren Häusern. Wir bitten euch herzlich, tragt ihn weit hinaus. Es sagen ein Dankeschön die Sternsinger, die nun weitergehen. Der Segen bleibt hier für euch unsichtbar. Wir kommen gerne wieder im nächsten Jahr. Sieh dir unser Herz.